Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angeln Maximal. Dieses Video wird euch präsentiert von Heyfish. Und Heyfish ist eine Website bzw. eine App, wo ihr Angelkarten online kaufen könnt und damit nicht mehr in den Laden rennen müsst und vor allem zu jeder Tages- und Nachtzeit an die Karte rankommt, entweder ausdrucken zu Hause oder auf dem Handy haben und kommt immer aufs Gewässer an und auf den Bewirtschafter. Ihr findet außerdem über die App super, wo ihr eigentlich Gewässer in der Umgebung habt, für die es Angelkarten bei Heyfish gibt. Supportet die Website bzw. App gerne, indem ihr sie einfach mal runterladet und vielleicht auch euren Bewirtschafter, dann die noch nicht dabei sind, vorstellt und sagt, hier, wäre das nicht was für euch als Fischer, die Angelkarten dort online zu verkaufen, lohnt sich für alle Seiten und ja, hoffentlich hat man irgendwann dann mal ein Riesenportfolio mit allen Gewässern in Deutschland in der App bzw. auf der Website. Ihr könnt auch nochmal sparen mit dem Code MAXI5, gibt es 5 Euro Startguthaben, nee, stimmt nicht, nur mit dem Code MAXI, ohne 5, ich verwechsel das jedes Mal, nur Code MAXI, 5 Euro Startguthaben und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Angeln Maximal. Ich habe ja schon 2 Videos zum Baitcast-Angeln gemacht, aber trotzdem sagen immer wieder Leute, macht doch nochmal ein Video zum Baitcast-Angeln, ist kompliziert und es gibt so viel verschiedenes Zeug und so weiter. Gerade Rollen, es ist sehr schwer, da durch diesen Dschungel sich durchzukämpfen und zu wissen, was brauche ich jetzt für welchen Köder, welchen Fisch, welche Gewichte und so weiter. Und deswegen machen wir das heute nochmal. Ich erkläre euch ein bisschen, was so die Unterschiede sind zwischen den Rollen. Ich erkläre euch so ein paar Begriffe dazu. Ich gebe euch am Ende nochmal einen kleinen Ratgeber mit auf den Weg, wie ihr die richtige Rolle auch findet. Denn wie gesagt, so leicht ist es nicht. Ich habe einfach mal jetzt wahllos in Anführungszeichen halt von leicht bis schwer so ein paar Rollen bzw. ganze Kombos hier auf den Tisch gepackt. Ich muss ehrlich sagen, ich fische eigentlich fast nur Diver. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie von Diver gesponsert werde oder sonst was. Die Rollen muss ich mir trotzdem selber holen. Und es liegt einfach daran, dass ich die Rollen am meisten mag. Und das ist halt Geschmackssache. Der eine fischt Diver, der andere Shimano und Abu. Also das sind auch die drei, die ich euch empfehlen würde. Ja, Diver, Abu, Shimano sind halt die großen Rollenhersteller, die auch wirklich, die man guten Gewissens empfehlen kann, wo ihr, egal in welcher Preisklasse ihr euch bewegt, nie irgendeinen Schrott kauft. Ja, also auch eine günstige Rolle, die auch für viele Sachen absolut ausreicht und wo man jetzt nicht mega viel Geld investieren muss. Bei Baitcast schon ein bisschen mehr als bei einer Spinnrolle, aber um damit Spaß zu haben. Wie gesagt, gibt auch viele günstigere Sachen. Und nur weil jetzt hier ein bisschen die Steez-Rollen liegen oder so, das ist kein Muss. Dass es hier schon einen großen Unterschied gibt, den man eigentlich auf den ersten Blick sieht, wenn man sich die Sachen ein bisschen genauer anguckt. Und zwar ist das das Profil der Rolle. Es gibt nämlich Low Profile wie die drei hier vorne und Round Profile wie die beiden hier hinten. Ganz einfach Profil, ne? Wenn er von der Seite darauf guckt, auf die Rolle, dann ist das hier flach. Und wenn ihr die anderen Rollen euch anguckt, dann ist das Profil davon eben rund. Ja, sieht man vor allem von der Seite gut. Was ist da der Unterschied? Was sind die Vor- und Nachteile? Ihr habt bei einer Round-Profile-Rolle normalerweise die schwereren Rollen, also sowohl vom Eigengewicht als auch von dem Ködergewicht, was ihr damit werfen könnt. Denn darauf gehe ich dann nachher auch nochmal ein bisschen genauer ein. Normalerweise müsste eine Baitcast-Rolle eigentlich wie eine Rute beschriftet sein mit einem Wurfgewicht. Denn ihr könnt nicht mit jeder Rolle alles werfen, überhaupt gar nicht. Also ihr könntet diese Rolle, was eine sehr, sehr gute Rolle ist, eine Ryoga, kaufen und denken, ihr habt jetzt die geilste Rolle. Ja, also wenn ihr sagt, so, ich will das Beste haben, dann ist eine Axis oder eine Stella oder so. Also so die beste Rolle, die ihr euch eigentlich für Geld kaufen könnt bei Spinnrollen. Und mit der könntet ihr auch an der leichtesten Route angeln, theoretisch. Ja, auch wenn ihr jetzt eine 4000er an so eine 5 Gramm Route hängt, ist das kacke. Aber theoretisch würde es funktionieren. Bei einer Baitcast funktioniert das überhaupt nicht, denn ihr könntet die Köder, die ihr mit der Rute werfen könnt, mit der Rolle gar nicht werfen. Darauf gehen wir später nochmal genauer ein, warum das so ist und wie man dann halt die richtige findet. Jetzt erstmal der Unterschied. Normalerweise die Low Profile, diese hier, für die leichteren Sachen, gibt aber auch sehr schwere, also für sehr schwere Köder Low Profile Rollen und die Round Profile eher die für die etwas schwereren, sind eben auch dann die robusteren Rollen. Aber es gibt halt auch zum Beispiel eine 51er Calcutta von Shimano, die für ganz kleine Köder gemacht ist. Was ist jetzt aber der Unterschied? Größter Unterschied ist eigentlich das Handling, ja, wie ihr euch mit den Sachen wohlfühlt. Also ich habe schon, recht, sag ich mal, mit der Kombo, die zusammengesteckt ist, schon relativ große Hände. Das heißt, für mich spielt es, oder ich habe sehr große Hände eigentlich sogar, für mich spielt es keine Rolle, ob Low oder Round, die liegen beide gut in der Hand. Ich habe normalerweise den kleinen Finger hier hinter dem Triggergriff und damit liegt sowohl die Runde als auch die flache Rolle super in der Hand, aber das ist wie gesagt Geschmackssache, ja, was man lieber mag und was ja, einem vielleicht auch optisch irgendwie besser gefällt oder einfach vom Handling. Dann habt ihr den großen Unterschied vom Gewicht, der aber eben damit einhergeht, dass die dann auch ein bisschen robuster sind. Man braucht zum Beispiel so eine Calcutta Conquest 51
überhaupt nicht, weil das ist eine Round Profile aus Vollmetall, die robuster ist, aber irgendwie Köder bis 10, 12 Gramm wirft. Und deswegen ist sowas, finde ich, ist wirklich nur optisch und schön und ist eine optisch geile Rolle, die auch gut wirft und so weiter, aber die jetzt nicht so wirklich viel Sinn macht. Da macht so eine sehr leichte Low Profile Rolle schon mehr Sinn. Wenn es, wie gesagt, für große Köder gedacht ist, dann ist so eine robustere Metallrolle schon ganz cool. Nachteil, wie gesagt, das höhere Gewicht. Zweiter Nachteil, das Material wird halt sehr viel kälter. Das heißt, Metall, gerade im Winter, wenn ihr mit großen Ködern und Baitcast auf Hecht angelt, dann wird es sehr kalt an der Hand und da hilft dann tatsächlich nur ein Handschuh, denn man kann die theoretisch auch noch irgendwie bekleben oder so. Da gibt es auch so Sachen, die man darauf machen kann. Aber bin ich nicht so ein Fan von, weil ich gehört habe, dass man damit oft die Lackierung runterzieht und das will ich auch nicht. Man will die Rolle irgendwie damit schützen, wie mit so einer Autofolierung und am Ende zieht man aber die Lackierung mit runter, wie auch bei einer schlechten Autofolierung. Deswegen bin ich da nicht so ein großer Fan von. Aber das würde theoretisch gehen. Ansonsten, wie gesagt, nur Gewichtnachteil, Kälte im Winternachteil und ja, eben, dass sie vielleicht nicht so gut in der Hand liegt, aber das eben Geschmackssache ist. Sonst kann man, wie gesagt, beides in leicht und schwer kriegen. Was man da so für Beispiele hat, da, wie gesagt, reden wir dann später nochmal drüber. Dann gibt es natürlich die Unterschiede der Größen, die auch nicht so einfach sind. Also genormt ist es auch bei einer Spinnrolle nicht, aber genormter, sage ich mal, als bei einer Baitcast. Denn da sind die Hersteller, gibt es weniger Überschneidungen noch. Du hast auch teilweise halt Rollen, wie gesagt, du müsstest eigentlich ein Wurfgewicht auf die Rolle schreiben, weil du mit einer gleichen oder ähnlichen Größe dann wieder was Kleineres oder Schwereres nicht mehr werfen kannst und so weiter. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass halt die kleineren Rollen natürlich für die leichteren Köder sind und ihr zum Beispiel beim Beispiel der Calcutta Conquest oder überhaupt der Calcutta von Shimano kann man sagen, es geht bei 50 los, 51, das ist auch nochmal eine kleine Erklärung am Rande, die 1 hinten steht normalerweise dafür, dass ihr Linkshandrollen habt, das heißt, wenn ihr 51, 101, 201 auf einer Rolle habt, dann ist es normalerweise die 1 immer für Linkshand, denn die Amis oder Japaner, wo die Sachen herkommen, fischen eigentlich fast alle Rechtshand und das ist wirklich ein großer Fehlkauf, wenn ihr aus Versehen eine 50er oder eine 100er Rolle kauft und dann auf einmal auf der falschen Seite die Kurbel habt, denn die kann man da auch nicht umstellen, wie bei einer Spinnrolle bei den meisten, sondern die ist halt dann auf der falschen Seite und dann könnt ihr das Ding wieder verkaufen, weil ich kann so überhaupt nicht angeln und ja, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum die Amis das machen oder die Japaner. Wenn ich bin Rechtshänder, die meisten Leute sind Rechtshänder, das heißt, ich werfe mit rechts, ich führe den Köder mit rechts, ich drill mit rechts, dann kurbel ich mit links. Die Hand ist ja viel weniger wichtig für euer ganzes Handling mit der Route als die rechte. Und ja, als Rechtshänder macht für mich Linkshandrolle wesentlich mehr Sinn. Um bei dem Beispiel zu bleiben, der Conquest, ihr fangt mit einer kleinen Größe an. Also eine 50er ist die kleinste, dann kommt eine 101, dann kommt eine 201, eine 301, 401. Die 301 und 401 sind schon wirklich sehr große Rollen. Das wäre jetzt hier zum Beispiel vom Vergleich her zu einer Shimano, wäre das so eine 201 von der Größe. 201, 301, 401, so die Hechtrollen normalerweise, mit denen ihr wirklich schon so dann auch über 100 Gramm werfen könnt. Also mit einer, mit den kleineren vielleicht so 110, 120 und dann mit den 301 und 401 auch 150, 180 oder auch über 200. Dann mit den kleinen Rollen ist auch keine, also es gibt halt nicht diese genormte Größe, wo man sagt, okay, du kannst mit der Rolle das werfen und mit der Rolle das werfen, also mit der Größe. Aber man kann es so ungefähr ein bisschen einschätzen, darauf gehe ich dann nachher auch nochmal ein. Erstmal zu den Größen. Die Divers sind nochmal anders von einer, ja, von einer Größenangabe. Da gibt es zum Beispiel, das hier ist jetzt wieder eine, das ist eine 700er, glaube ich. Ja, das ist eine 700er. 700 ist aber, kann man quasi sagen, ist eine 70er. Das heißt, die ist zwischen 50 und 100, so um sich ein bisschen, ja, um es ein bisschen besser zum Merken zu machen. Kann man mit Shimano dann einfach so besser vergleichen. Das hier ist eine 1016, das heißt, es ist quasi eine 100er. Ja, und das hier ist eine 1520, ist also quasi eine 150er. So kann man sich das ein bisschen merken. Aber wie gesagt, das ist halt auch immer mal unterschiedlich. Und ja, dann habt ihr auch zum Beispiel eine 1016. Nee, stimmt, habe ich gerade gesagt, das ist eine 700er? Das ist nämlich keine 700er, das ist eine 1016. Das ist nämlich eine Steeds TW SV oder Steeds SV TW. So, und das ist nämlich eine 1016 von der Größe. Und als nächstes gibt es dann noch eine Steeds ATW, die ist auch eine 1016, wirft aber viel schwerere Köder und dafür nicht so leichte Köder. Deswegen sage ich, es ist sehr schwer, sich da zurechtzufinden und ja, zu wissen, welche Rolle man für was braucht.
prinzipiell trotzdem mit den kleinen Rollen, also von 50 oder 70 oder 700 dann in dem Fall, bis halt hoch zu den 10-16, dann den 15ern oder 150er, wenn man Shimano nimmt und eben 200 und 300 und so weiter, wird es immer schwerer, was das Wurfgewicht angeht, ganz klar. Wie findet ihr jetzt aber die richtige Rolle, wenn eben kein Wurfgewicht draufsteht, weil es ja nun mal keine Route ist, wo ein Wurfgewicht angegeben wird, dummerweise? Da gibt es entweder die Möglichkeit, im Laden zu fragen, was die Dinger denn werfen, ja, oder wo auch immer ihr die Sachen kauft, wenn ihr sie online kauft, dann vielleicht da anrufen oder was. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, oft steht es auch schon irgendwie mit drin in der Produktbeschreibung. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, die Baitcast-Datenbank sich anzugucken. Die packe ich euch immer unten in die Videobeschreibung, wenn ich die finde. Es gibt mehrere. Ich habe immer bei einer geguckt von Fishing for Man und dann gab es noch irgendwas Raubfisch-Junkie oder so. Es gibt, wenn ihr googelt, Baitcast-Datenbank, findet ihr auch verschiedene. Und da könnt ihr dann gucken, ob eure Rolle, die ihr im Auge habt, da drin ist oder eine, die halt sehr ähnlich ist. Also es gibt dann nochmal so kleine Unterschiede, die nicht auf das Rollenwurfgewicht Einfluss haben. Zum Beispiel, ja, die Steeds von vor 5 Jahren oder 10 Jahren wirft ungefähr das gleiche auch vom Wurfgewicht, ist ja nur eine ungefähre Angabe, wie die, die jetzt neu rauskommt. Ja, also wenn ihr da eine ältere findet, die ungefähr das gleiche Modell ist, dann kann man sich daran auch gut orientieren. Das ist tatsächlich die beste Orientierung, die man dafür hat, weil, wie gesagt, nichts angegeben wird vom Hersteller, was man denn mit den Sachen eigentlich machen kann. Dann habt ihr ja noch oft Angaben, also wenn man so einen ganzen Namen vorliest, ich nehme jetzt mal die Rolle hier, das ist eine Steeds CT SV TW. Wo du denkst, Digga, hätte da nicht auch der halbe Name irgendwie gereicht, warum ist denn der Name jetzt so lang? Und da sind halt meistens die Sachen, die in der Rolle auch drin sind, quasi schon mal beschrieben. Das heißt, CT bei Daiwa steht für Compact and Tough. Also kleiner gebaut, aber trotzdem robust. Ja, das heißt, ihr habt hier eine Rolle, die ist ziemlich klein, die ist von der Größe her, vom Body, fast identisch oder ist identisch mit der deutlich leichter werfenden Steeds Air TW, ja, die für wirklich ganz kleine Köder gemacht ist. Und ist aber trotzdem eben für Köder so bis 25 Gramm ausgelegt, ja, während man mit der vielleicht 12 Gramm, maximal 15 Gramm werfen kann. Früher, meine erste gute Baitcast war eine Daiwa Pixie, die war auch so für dieses Wurfgewicht ausgelegt und von der Größe her aber eben so wie diese. Also CT, Compact and Tough. Dann habt ihr SV. SV steht für Stress-Free Weathertail. Das heißt, die Spule hier drin hat dieses Stress-Free Weathertail-System, was eben dafür sorgt, dass die Spule gebremst wird beim Ende des Wurfs. Also nicht beim Anfang, sondern wollt ihr ja schön weit werfen, sondern beim Ende des Wurfs wird die Spule gebremst. Ihr habt dadurch weniger Perücken. Und dann habt ihr noch TW. TW ist hier vorne dieses System, T-Wing System. Könnt ihr mal vorne reingucken. Das hier sieht einfach aus wie ein T, ne? So, wisst ihr, was ich meine? Sieht aus wie ein T. Und das gibt eben die Schnur hier breiter frei zum Werfen, damit ihr nicht so dolle Reibung an den Seiten der Schnurführung habt. Denn wenn jetzt die Schnur hier von einem Ende der Rolle kommt, also von hier, und eure Schnurführung beim Wurf gerade da ist und jetzt nur so eine kleine Schnurführung wäre, dann würde es natürlich viel reiben. Und andersrum kann man aber auch die Schnur nicht vernünftig verlegen, wenn man hier so eine breite Schnurführung hat. Deswegen klappt die halt einfach so aus. Und wenn ihr wieder umklappt, dann klickt die Schnur hier unten quasi wieder rein und geht dann hin und her. Da waren die am Anfang, die Fans, die Freaks in den Baitcast-Foren nicht so richtig happy drüber, weil sie gesagt haben, das wird doch überhaupt nicht halten und so. Am Anfang sah dieses TW-System auch noch anders aus, aber das funktioniert wirklich einwandfrei. Bei Shimano ist ein bisschen anders gelöst. Bei Shimano zum Beispiel habt ihr einfach die Schnurführung etwas weiter von der Spule entfernt. Das heißt, da ist auch nicht so eine große Reibung, weil auch wenn die Schnur von da kommt, ist der Winkel nicht so steil, indem die Schnur jetzt hier auf die Schnurführung trifft. Und das passiert eben dadurch, dass die Schnurführung einfach weiter vorne ist. Ja, auch eine Möglichkeit. Da finde ich allerdings das System von Daiwa noch ein bisschen eleganter gelöst. Dann habt ihr als Beispiel noch DC. Ja, DC steht häufig hinter Rollen dahinter. Die haben dann ein Digital Cast Control System. Das ist im Prinzip wie ein Minicomputer, der da drin arbeitet. Der macht immer dieses komische Geräusch, dieses surrende Geräusch beim Werfen. Und funktioniert, ja, also wie er funktioniert, weiß ich selber nicht genau, funktioniert auf jeden Fall elektronisch durch die Aufladung quasi der Rolle, deswegen wie gesagt Digital Cast Control beim Werfen und bremst genauso wie dieses SV-System auch die Spule ab, damit ihr keine Perücken bekommt. Also letztendlich wird es immer einfacher auch mit einer Baitcast zu werfen, weil diese Systeme halt immer besser werden. Grundsätzlich trotzdem schwere Köder deutlich einfacher zu werfen als leichte. Ich finde dieses Steeds CT SV TW ist wirklich die krasseste Rolle, die ich bisher hatte. Und
Rollen, mit denen man dann leichter werfen will, wie zum Beispiel dieses Steeds ATW, die sind wiederum sehr zickig im Verhältnis, weil sie eben für so ganz kleine Köder gemacht sind. Nochmal prinzipiell, warum ist denn eigentlich mit der Rolle nichts anzufangen an der Route und mit der Rolle nichts anzufangen an der Route? Es geht immer darum, dass die Spule vom Köder beim Wurf bewegt werden muss. Das heißt, wenn ihr den Köder rausfeuert, dann muss die Spule davon vom Gewicht des Köders angetrieben werden. Wenn ihr jetzt hier so eine große Spule habt, die schwer ist, am besten hier auch noch mit viel Schnur drauf, dann funktioniert es nicht. Dann kommt ihr einfach, wenn ich hier einen ganz kleinen Köder ranhänge, den ich sonst mit der Kombo fischen würde, passiert einfach gar nichts, den kann ich überhaupt nicht werfen. Andersrum würde ich einen großen Köder nehmen und an die Rolle ranhängen, würde mir die Rolle um die Ohren fliegen, weil die Spule darauf nicht ausgelegt ist, die Achse nicht, die Kugellager da drin nicht und so weiter. Deshalb ist es immer entscheidend für die Ködergröße, die ihr fischen könnt, was ihr für Spulen habt und was ihr auch für Kugellager habt. Das heißt, ne, kleine Köder braucht ihr besondere Kugellager, die besonders fein laufen, die bei kleinem Gewicht schon anfangen zu laufen, die ihr mit den großen Ködern zerstören würdet. Genauso braucht ihr eine kleinere, leichtere Spule, Spulenachse und so weiter. Also je leichter die Spule, deswegen habt ihr auch oft diese Honeycomb-Spulen, also so, die so wie eine Honigwabe aussehen und durchlöchert sind. Mit denen werft ihr eben die leichteren Köder und eben mit den großen, schweren Spulen dann eben die schwereren. Weil grundsätzlich ist es wiederum so, dass je schwerer die Spule, desto länger rollt sie auch oder dreht sie auch. Und deswegen ist es für große Köder eigentlich geiler, wenn man eine etwas schwerere Spule hat. Und ja, wie gesagt, das Ködergewicht halt dann nur ausreichen muss, um sie erstmal in Schwung zu bringen. Das sind so die Hauptunterschiede eigentlich, die ihr bei Baitcast-Rollen habt. Ich kann euch, wie gesagt, wirklich immer nur die Produktbeschreibung oder diese Datenbanken ans Herz legen, um zu gucken, was ihr denn braucht. Ansonsten googelt ihr auch einfach die Rolle mal und findet normalerweise Sachen in den Foren. Wie schon erwähnt, bin ich sehr großer Diver-Fan, sieht man hier vielleicht auch, aber es gibt auch sehr schöne Sachen von Shimano, es gibt gute Sachen von Abu, das sind so die drei Firmen, die man, wie schon vorhin erwähnt, auf jeden Fall nehmen kann. Bei mir ist es so, ich arbeite damit, ne? Das ist mein Arbeitsgerät, ich fange auch nicht, wenn ich ein Loch graben will auf einer Baustelle mit einer kleinen Schippe an, sondern ich nehme mindestens einen vernünftigen Spaten oder auch ein Bagger. Deswegen ja, lohnt es sich bei mir auch dann noch was zu nehmen, was vielleicht länger hält. Ansonsten zum Ausprobieren oder auch wenn man nicht so viel am Wasser unterwegs ist oder wenn man es sich nicht leisten kann, will, whatever, kann man natürlich auch, wie gesagt, wesentlich günstigere Sachen bekommen. Shimano hat mittlerweile sehr gute Sachen, auch DC zum Beispiel schon, die ja euch das Werfen wirklich doll erleichtern, Rollen. Oder auch Diver, die Tatulas zum Beispiel in der mittleren Preisrange, absolut geile Rollen. Habe ich auch sehr viel gefischt lange Zeit. Und ja, so viel kann man dazu eigentlich sagen. Es war ganz schön viel Input, glaube ich, für die Leute, die jetzt noch nicht sich so mit dem Baitcast-Thema befasst haben. Aber ich hoffe, dass es euch ein bisschen hilft. Mir hätte so ein Video auf jeden Fall damals sehr geholfen, denn all das, was ich gerade erzählt habe, hat man halt so über die Zeit sich zusammengesammelt an Infos. Und jetzt hatten wir es hier mal gebündelt in einem Video, auch wenn es ganz schön viel war. Achso, wenn sich übrigens jemand fragt, was das hier ist, das ist hier unten, um diese Enden von den Ruten zu schützen, weil die haben immer so schöne, nicht so kleine Logos drauf oder sowas. Gerade wenn man irgendwie beim City-Angeln unterwegs ist, dann stellt man die halt immer auf die Steine und dann werden die irgendwann, gehen die irgendwann kaputt, weil es hier auch immer so Gummi ist und so. Und das ist einfach nur ein, das ist ein C-Schoner. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wofür man das eigentlich braucht. Das hatte mir bei Instagram einer empfohlen. Das ist eigentlich für ein C. Aha. Gibt es auf Amazon, glaube ich, oder so, habe ich die Dinger gefunden. C-Schoner. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr sowas braucht. Zum Abschluss kann ich nur noch sagen, lasst gerne dem Kanal ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Sowas kann ich auch öfter machen, noch zu anderen Tackle, wenn ihr wollt, dass wir Vorstellungsvideos machen. Wir machen sowas auch auf Hypefishing, allerdings nicht auf dem Kanal, sondern ihr findet die Videos immer direkt im Online-Shop. Da könnt ihr auf den Online-Shop gehen und zu bestimmten Produkten haben wir dann schon Videos. Jetzt aktuell sind es vor allem Ködervideos, die wir gemacht haben, aber auch so zu Rollen oder zu Routen wird es da sicherlich in Zukunft das eine oder andere geben. Instagram ist auch immer eine gute Sache, Pablo Bescoba abchecken, um da auch solche ja, Infos zu kriegen oder halt auch einfach mal unter so ein Bild was runterschreiben oder so. Besser als ein DM, wenn er einen Kommentar schreibt, weil den lese ich eher als die Nachrichten. Das ist teilweise echt sonst zu viel. Ich bin raus, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.